Breuer-Kohlo. Guten Abend zu Ihrer Lokalzeit Südwestfalen an diesem Mittwoch. Am frühen Morgen haben in Iserlohn-Letmathe Polizisten auf einen Mann geschossen. Er hatte eine Nachbarin und dann auch die Einsatzkräfte bedroht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen auf Hochtouren, denn der Mann war der Polizei offenbar bekannt. Ich komme mit. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nicht mehr richtig aus Ihrer Wohnung oder kriegen größere Einkäufe nicht mehr zum Haus transportiert und weder Rettungswagen noch Feuerwehr kommen bis an Ihre Tür, weil die Zufahrt plötzlich weg ist. Der Nachbar baut. Seit mehr als 5 Monaten betrifft das 4 Familien in Kreuztal-Fellinghausen und die sind richtig sauer. Ihre Auffahrt wurde abgerissen, die sie alle seit mehr als 60 Jahren genutzt haben. Die Auffahrt hat allerdings schon immer zum Nachbarsgrundstück gehört und da wird jetzt ein Mehrfamilienhaus gebaut. Super wichtiger Punkt nochmal. Ganz herzlichen Dank, Florian Schell. Bitte sehr. In seinem Lippstädter Werk setzt das Unternehmen ThyssenKrupp Rote Erde jetzt auf Klimaschutzmaßnahmen mit einer neuen Dekarbonisierungsanlage. Wer heute Nacht in Lüdenscheid mit dem Auto durch die Stadt will, muss weite Umwege in Kauf nehmen. Der Rathaustunnel wird um kurz vor Mitternacht gesperrt, komplett bis morgen früh. Der Landesbaubetrieb Straßen NRW muss Schilder entfernen. Das geht nur während einer Vollsperrung. Eine Röhre des Tunnels ist eh schon seit Jahren gesperrt wegen einer Asbestsanierung. Ja, und Applaus bitte für den Weltmeister im Jiu-Jitsu. Dominik Klein aus Kreuztal hat Gold gewonnen in der Klasse der unter 18-Jährigen bei der WM in Abu Dhabi. Und auch Dominiks Teamkameradinnen und Kameraden waren sehr erfolgreich. Klar, dass sich im Verein alle freuen, dass sie ihre WM-Helden jetzt wieder heil zurück hier in der Heimat haben. Und wir haben den 17-jährigen Nachwuchsstar begleitet. Würde das bei Pferden vielleicht auch helfen zur Beruhigung beim Zahnarzt, wenn man die vor so eine Sonnenuntergangstapete stellt? So sah es aus, über dem Ebbegebirge fotografiert vom Sonneborn aus dem Plettenberg. Toni Meyer, Dankeschön. Wir gucken aufs Wetter. In der Nacht freundlicher und ein bisschen kälter. So, und gleich nach der Tagesschau geht's hier im WDR weiter mit unserem Verbrauchermagazin Markt. Thema unter anderem steigende Preise beim Anwohnerparken und Preisauszeichnung im Supermarkt. An der Kasse kostet es plötzlich mehr als am Regalstand. Das nach der Tagesschau. Wir sehen uns morgen wieder zur Lokalzeit Südwestfalen. Schönen Abend.